Okay, nochmal. Wir kaufen mal wieder einen Trink. Na, Klassiker. Komme ich überhaupt an mein Getränk? Yes. So, dann wieder aufs Klo. Irgendwie ist es heute dunkler hier drin. Naja. Ich versuch gar nicht auf die anderen Klos zu gehen. Sind eh alle besetzt. Sind überall Daddies drauf. Okay, ich habe jetzt genug den Daddy-Witz, glaube ich, gemacht. So. Ja, so, erstmal, ne? Dann spülen. War das gerade? Okay. Wir sind einfach nur gestresst von der Arbeit, ne? Jetzt gehen wir erstmal eine rauchen. So. Oh, die Dementoren kommen wieder. Sollten sich Lampen so verhalten? Bin mir unsicher. Naja. Vor allem jeden Tag. Arbeitet hier Nils? Oder mein Elektriker von meinem Haus? Pass auf deine Seele auf, du hast jetzt schon so oft Daddy gesagt. Hallo Zug. Können Sie mich... Das gerade. Okay. Es fängt jetzt auch an, bei mir zu Hause komische Geräusche. So, da haben wir nochmal, ne? In Japan, Jesus. Moment. Ich muss was gucken. Was gerade für Geräusche, mein... Okay, ich höre... Oh, die Frau ist nicht da. Ist mir gar nicht aufgefallen. Es wird nicht so schlimm. Ich darf richtig auf meinem Platz jetzt sitzen, weil die Frau nicht da ist. Was ist das?
Ja, da sagt man dann Stelle Rahmen, du hast recht. Also, das hast du gut erkannt. Hilfe. Ich höre Kinder. Dann setze ich mich mal dahin. Auch wenn das nicht mein Platz ist. Ich glaube, jetzt geht's los. Was geht denn hier ab? Ein Blackout? Es ist irgendwas falsch mit diesem Zug. Wie spät ist es? Was? 2 Uhr am Morgen? Ist die Zeit so schnell umgegangen? Habe ich so sehr an Japan-Jesus gedacht? Ich muss mit dem Fahrer reden. Ich würde nicht aufstehen. Egal. Das gefällt mir gerade gar nicht hier. Und der japanische One at McDonald's. Na, nicht zu vergessen. Wo war denn... Kevin war da auch irgendwo hier. Leckerer grüner Tee. Jetzt in ihrem Supermarkt. Der Pedobär. Wenn ich mich umdrehe, da steht jetzt was. Herr Fahrer. Gehen wir wieder zurück, ne? Also, wenn er nicht mit uns reden will. Keine Zeit für uns hat, fahren wir ihm halt bis morgen früh mit dem Zug. Ist ja nichts Schlimmeres. Also, ich weiß, dass das Poster hier nicht mehr hängt. Okay, ich bin mir gerade unsicher, was das Spiel wieder von mir will. Ich kann mich aber nicht... Vorhin stand da aber noch keiner, oder? Guten Tag. Was ist falsch? Was ist falsch? Kannst du... Siehst du, dass der Zug sich komisch verhält, komisch benimmt, anders wird, was auch immer? Ich habe versucht, in den Fahrerraum zu kommen, aber er ist zu. Wie können sie nur so ruhig bleiben? Was hast du gehört? Was? Ich kann dir nur helfen, wenn du mir sagst, was du gehört hast von der Welt. Also natürliche Stimme von der Welt oder was auch immer. So, please. Also bitte, sag's mir.
hören wir denn hier? Glocken? Und Wind? Wer spielt an den Glocken rum? Oder so? Ich will das Spiel von mir. Was für ein Geräusch soll das denn bitte sein? Vogelgezwitscher. Okay. Hier kommt wieder das Glockenspiel, ja. So, was ist hier? Das sind aber kein natürliches, also das Glockenspiel ist kein natürliches Geräusch. Ja. Zirkus, keine Ahnung. Fußball? Warte. Achso, das ist für die Türen. Ich dachte gerade, was ist das? Meeresrauschen? Und 5 sind die Zikaden. Okay. Mal gucken, ob wir das Rätsel lösen oder für ewig mit dem Zug hier rumfahren. Ronald McDonald hat eine Farm. Okay. Also Forest. Dann Temple. Dann Summer. Dann Seaside und dann Zirkaden. Das ist irgendeine Wahrsagerin. Legt uns gleich die Tarotkarten auch hin. Die Anderswelt nennt mich einen Helfer. Also bleiben Sie ein paar Sekunden hier. Okay. Anscheinend kommen wir zum Halten. Unserem Halt. Jetzt los. Ach so, sie hat ihre Kinder in Kissen gesteckt. Ist normal. Wir verbringen einfach den Rest unseres Lebens vor dem Poster. Irgendwas, also dieser Zug wird immer verrückter. Hallo?
Sind Sie der Helfer? Und was reden Sie? Wer sind Sie? Wait a second. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind einer von diesen Leuten, die Kinder herumtragen und sagen, sie wären ihre Diddy. Nein. Sie sind einer von denen, die Scheiße in der Schule gebaut immer haben, ha? Die ändern sich nie. Das ist der Mann, der mich davon gerettet hat, von der Schule zu fliegen, ne? Also, trotzdem weiß er, dass ich gerne im Kinder rumlaufe. Also, Mr. Shimizu, es ist aber schon so spät, oder? Ich habe auch Hobbys, weißt du? Ich bin auch mal gerne abends in Zügen und guck mir die jungen Leute an. Okay, er hat sich nicht geändert. Also, Sir, dieser Zug stoppt schon lange nicht mehr, ne? Ich habe irgendwie die Angst, dass der Zug nie stoppt. Ist da irgendwas, was ich machen kann? Ah, ich verstehe. Okay, hör mir gut zu, Jungchen. Du musst aus diesem Zug raus, bevor der Zug das Ende erreicht. Weil, also, meine Endstation ist das Ende. Der Mann stirbt, oder wie? Vertrau mir, du musst hier raus. Es gibt 3 Stopps, wo du raus kannst. Du musst den richtigen wählen. Es wird eine Melodie abgespielt bei jedem Stopp. Wenn du den gleichen Sound hörst wie bei deiner sonstigen Heimatstation, dann steig aus. Ich kann dir danach nicht mehr helfen. Also sei... Pass auf, Junge. Sei wachsam. Sei vorsichtig. Sei wachsam. Ich glaube, die Melodie habe ich noch nie gehört. Gott, ich habe nie aufgepasst, wie die Melodie war. Ich glaube aber, es war nicht die. Ich glaube, es war die. Ich bin mir aber unsicher.